Schade, wir haben jetzt in unserem neuen Mannschaftsbus Platz genommen und neben mir ist Steven Rupprecht und der wird uns natürlich sagen können, wie sein erster Eindruck von dem Bus ist. Und ja, wir sind natürlich gespannt darauf, was für Steven wichtig ist im Bus. Erzähl uns mal, wenn es auf Auswärtsfahrt geht, was ist da für einen Spieler besonders von Bedeutung? Was sollte der Bus auf jeden Fall haben? Ja, so ist erstmal schon, wenn man von außen vor dem Bus steht, macht er schon mal was her. Mit dem Nesti hinten drauf und dem schönen Stadtbild. Aber für uns Spieler ist es natürlich wichtig, dass die genug Platz haben, dass wir nicht unbedingt neben dem Trainer sitzen müssen. Und dass ja auch genug Platz ist für Schlafmöglichkeiten, dass man sich langlegen kann, dass man die Beine hochlegen kann vielleicht, wenn es gut läuft. Von dem her ist hier alles gegeben. Wie ist dein erster Eindruck? Hast du schon alles begutachten können? Hast du deinen persönlichen Platz schon gefunden? Ich habe schon auf meinem Platz oben gesessen, ja. Ist ein sehr schöner, moderner Bus, wo man sich wohlfühlen kann, wo man ein gutes Gefühl hat, dass man im Profisport zu Hause ist. Hast du dir den Kofferraum schon angeguckt? Herr Riedel von Idealtours hat schon gesagt, der ist sehr groß und bietet genügend Platz für Punkte. Kannst du das unterstreichen? Na, dann können wir die ja alle einpacken. Also sehr gute Voraussetzungen. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal an Idealtours und alle Partner, die das Ganze unterstützt haben, die auch auf dem Bus verewigt sind. Und ja, wir freuen uns natürlich auf die Auswärtsfahrten und dass es den Jungs künftig sehr gut gehen wird hier in dem Bus und dass idealer Komfort geboten ist. Ja, unser Goalie Kevin Nasiuk hatte natürlich das große Glück, auf dem Bus verewigt zu werden. Es gab da ein extra Shooting und jetzt ist er also auf dem Bus präsent und wir wollen natürlich von unserem Goalie wissen, was das für ein Gefühl ist, Nesti. Wie ist das, vor dem Bus zu stehen und dein Bild zu sehen auf diesem Bus? Ja, es ist gut für unsere Mannschaft und sehr cool für mich mit einem Foto und es ist gut für das Auswärtsspiel. Wie ist dein Eindruck? Wie findest du den Bus? Welche Vorteile hat der Bus im Gegensatz zu dem älteren? Oder was ist dir wichtig? What is important for you on a bus? What should be there for a player to be successful? Just that it's comfortable and we have some long road trips, so it's good for us to be comfortable. So when we arrive at games, we're ready to go and this is a great bus for us. It's very new and very modern, so it's great. Ja, neuer Bus, komfortabler Bus, wir haben es gehört, er hat es auf Deutsch versucht zumindest, der Kevin. Hat nicht ganz geklappt, aber wir haben ja noch ein paar Versuche in der Saison und vielleicht kann der Kevin ja dann auch hier in dem Bus Deutsch lernen. Mit dem Vokabelbuch. You can learn German in the bus too. So put your book here with all vocabulary and start learning some German vocabularies. Wäre eine Idee. Would be an idea for you? Ja, ich glaube, aber Deutsch ist ein bisschen hart und Tag zu Tag ist besser und besser, aber I still have to learn lots. Ja, dann viel Spaß beim Lernen und viel Spaß bei allen Auswärtsfahrten und ja, vielen Dank natürlich nochmal an alle Sponsoren, die das Projekt Mannschaftsbus der Dresdner Eislöwen unterstützt haben.